carefully. Also jetzt müsst ihr gut zuhören. In this book, in diesem Buch, in chapter 5 of this book, in Kapitel 5 von diesem Buch, Rediscovering the Power of the Altar, die Macht des Altars neu entdeckt, we talk about the poverty mindset, sprechen wir über die Armutseinstellung, the root of all evil, das Armutsdenken, die Wurzel von allem Bösen. And I want you to go home with this word of God, und ich möchte, dass ihr mit folgendem Wort Gottes nach Hause geht, knowing that God is setting you free, dass ihr wisst, Gott befreit euch in the mighty name of Jesus, in Jesu mächtigem Namen, from every poverty mindset. Gott befreit euch von jedem Armutsdenken, because this is one of the powerful tools, weil das ist eines der mächtigen Werkzeuge, the enemy used to sow seed of discontentment in our life, die der Feind braucht, um Unzufriedenheit zu säen in unserem Leben, and seed of lack, ein Gefühl des Mangels in our hearts, in unserem Herzen. So we are praying today, und so beten wir heute, that God is going to help us, dass uns Gott hilft, to overcome, dass wir every poverty mindset, jedes Armutsdenken überwinden können, because this mindset, weil dieses Armutsdenken convince us, überzeugt uns, that we need something more, oder lässt uns immer denken, wir brauchen noch mehr, even when we already have everything, auch wenn wir schon alles haben, we need from God, was wir brauchen, wenn wir das alles schon von Gott haben, it is a spirit, das ist ein Geist, that always make us to feel discontented, der uns immer eine gewisse Unzufriedenheit empfinden lässt. And the enemy used that spirit to lie to us. Und der Feind braucht diesen Geist, um uns anzulügen. And we are believing God, und wir glauben aber Gott, that through this anointing weekend, dass durch diese Salbungswoche, every spirit of poverty mindset will be uprooted, dass jeder Geist des Armutsdenkens entwurzelt wird. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Because it's the same spirit, weil es ist derselbe Geist, that the enemy planted, den der Feind gesät in the hat, Garden of Eden, gepflanzt hat in den Garten Eden. He brought deception. Dieser Geist hat Täuschung gebracht. Adam and Eve that has everything. Adam und Eva, die alles hatten. He came to convince them, dieser Geist kam und hat sie davon überzeugt, that there is still something they are lacking, dass es dennoch etwas geben sollte, was ihnen doch eigentlich noch fehlte. Devil is a liar. Und der Teufel ist ein Lügner. Everything we need, alles, was wir brauchen, to survive, zum Leben, everything we need, alles, was wir brauchen, to succeed, um Erfolg everything zu haben, we need, alles, was wir brauchen, to make it in life, um im Leben erfolgreich zu sein, lies within us, ist bereits in uns drin. God has given it to us. Gott hat es uns bereits Somebody gegeben. Say amen. Amen. And if you are a child of God, und wenn du ein Kind Gottes bist, everything you need, wenn du zu Gott gehört, ist alles, was du brauchst, is in the kingdom, im Königreich Gottes. God has given you knowledge, Gott hat dir Erkenntnis gegeben. God has given you wisdom, Gott hat dir Weisheit gegeben. God has given you insight, Gott hat dir Einsicht God gegeben. Has given you peace, Gott hat dir Frieden gegeben. Peace of mind, Frieden in deinen so Gedanken. We believe in the name of Jesus, und so glauben wir in Jesu that Namen, the enemy, dass der Feind will no more deceive us, uns nicht mehr etwas vormachen kann, like he deceived Adam, so wie er Adam etwas vorgemacht. Think hat. About it. Jetzt überleg dir mal. Adam had the insight, Adam hatte die Einsicht, to name every animal, um jedem Tier den Namen zu geben, on earth, jedem Tier auf Erden, demonstrating the profound wisdom. Und dadurch hat er gezeigt, was für eine tiefe Weisheit God has bestowed upon him. Gott ihm gegeben hatte. They lack nothing. Es hat ihnen an nichts gefehlt. Absolutely nothing. Überhaupt rein gar nichts. In the garden, im Garten Eden, when the devil came, als der Teufel kam and said to him, und ihm gesagt or hat, to the woman, oder der Frau gesagt hat, if you eat the forbidden fruit, wenn du von dieser verbotenen Frucht isst, your eyes will be open, dann werden deine Augen and aufgehen, you will be like God. Und du wirst sein wie Gott. Devil is a liar. Der Teufel ist ein so Lügner. As you go home today, wenn du heute nach Hause gehst, I want you to know, dann möchte ich, dass du weißt, that every serpentine spirit, jeder Schlangengeist, that is making you feel restless, der dich irgendwie rastlos sein lässt, or tempting your life, oder der dein Leben versucht, not to be contented, dass du nicht zufrieden bist, satisfied, nicht zufrieden, with where you are today, oder ja, nicht zufriedengestellt mit dem, wo du heute bist, by the spirit of God,
oder mit dem, was du heute hast, durch den Geist Gottes, must leave your muss life. Dieser Geist aus deinem Leben verschwinden. In the name of Jesus, im Namen Jesu. You will be contented, du wirst zufrieden and sein. You will have the joy of the Lord. Und du wirst die Freude des Herrn haben. Your peace cannot be stolen. Dein Friede kann dir nicht gestohlen your werden. Joy cannot be stolen. Deine Freude kann dir niemand rauben. In the name of Jesus, im Namen Jesu. Wherever you go, egal wo du hingehst, you will go in the name of Jesus. Da wirst du im Namen Jesu hingehen. Therefore we take authority. Und so ergreifen wir Autorität. That every poverty mindset, dass jedes Armutsdenken, that has any evil altar, wo irgendein Altar des evil Bösen, roots, irgendeine böse Wurzel in your life, in deinem Leben gefasst in the life hat, of your family im member, Leben von Familienmitgliedern, shall be uprooted today. Die sollen heute entwurzelt werden. Because listen, hör zu, evil mindset, poverty mindset, diese schlechte, ungute Einstellung, dieser Armutsdenken, opens the door, öffnet die Tür for evil altar, für Altäre des Bösen. Do you know, weißt du, that when people think, wenn Menschen denken, they don't have, sie haben that's nichts, when they go stealing. Das ist dann, wenn sie anfangen zu stehlen. Do you know, wusstest du, that when people think, wenn die Menschen denken, they don't have, es fehlt ihnen etwas, that's when they go lying, dann fangen sie an zu lügen. That's when they go killing people. Dann fangen sie an, andere zu töten. That's when they go doing evil. Dann fangen sie an und tun Böses. When they think, wenn sie denken, they are lacking something, es fehle ihnen an etwas. But devil is a liar. Doch der Teufel ist ein we Lügner. Are the children of the Most wir High God. Sind die Kinder des höchsten Gottes. And the earth is the Lord. Und die Erde gehört dem and Herrn. Everything in it und belongs to our God. Was auf dieser Erde ist, gehört and unserem therefore, Gott. We are contented. Und so sind wir zufrieden. We are satisfied. Wir sind gesättigt. Our joy is not based on material things. Unsere Freude basiert nicht auf materiellem. Our joy is not based on money. Unsere Freude basiert nicht auf Geld. Our joy is in the Lord. Unsere Freude liegt im Herrn. We are contented with the Lord. Wir haben genug im Herrn. And therefore any evil altar, und somit muss jeder böse Altar, that is making us uncomfortable, der uns ein Gefühl des Unwohlseins gibt, telling us we don't have something, und uns den Eindruck, ja, es fehlt uns etwas, to bring sadness in our life, und Traurigkeit in unser Leben bringen we möchte. Are rooted today in wir Jesus entwurzeln all diese Altäre in Jesu Namen. Because poverty mindset, weil das Armutsdenken make you to lie, bewirkt, dass du lügst. Behind every addiction, hinter jeder Abhängigkeit and destruction, und jeder Zerstörung. Behind every addiction and destruction, hinter jeder Abhängigkeit, hinter jeder Zerstörung, is poverty mindset. Steckt Armutsdenken. Do you know the reason why people go and take drugs? Weißt du, warum Menschen anfangen, Drogen zu nehmen? It's because they think, das ist, weil sie there denken, is something missing in their life. Es fehle etwas in ihrem there Leben. Is something they still want. Es ist da etwas, was sie noch bräuchten. They think they will find joy, sie denken, sie würden Freude in that thing, finden in they dem. Think they will find joy, sie denken, sie würden in alcohol, im Alkohol in Freude, drug, in Drogen in Freude whatever finden. They are addicted to in cigarettes. Dem, von dem sie abhängig sind, denken sie, würden sie Freude finden, auch vielleicht in Zigaretten. Because something is missing. Weil irgendetwas in ihnen fehlt. But this is the, as a result, doch eigentlich ist das Resultat of poverty mindset. Das alles ist das Resultat von Armutsdenken. Because if you have the Holy Spirit, weil wenn du den Heiligen Geist hast, you have the joy. Hast du die Freude. If you have the Holy Spirit, wenn du den Heiligen Geist you have hast, the completion. Hast du diese Fülle, of God. Die Fülle Gottes. You have it. Die hast you du. Don't need any da brauchst other thing. Du nichts anderes somebody mehr. Say, I receive it. Ich empfange diese somebody Fülle. Say, I receive it. Sag ich empfange say, diese Fülle. I receive the fullness of God. Sag ich empfange die Fülle Gottes. Therefore, darum, I'm going to let you know, will ich euch wissen lassen, as we close today, jetzt wir heute abschließen, remember, vergiss nicht, it is the poverty mindset, das Armutsdenken, that introduced in our life, ist das, altar of failure, was in unserem Leben den Altar des Versagens bewirkt, altar of failure, einführt, den failure Altar des Versagens. Often lead people to succumb to the altar of poverty. Versagen führt die Menschen oft dazu, dass sie sich dem Armutsdenken hingeben. Because the fear, weil die Angst of failure vor dem Versagen paralyzes many, lähmt so viele Menschen, making them believe, und lässt sie glauben, they will not succeed, dass sie es nicht schaffen werden. The fear, die Angst is a significant factor, ist ein ganz bedeutender Faktor, that drive people der Menschen into thinking they will never succeed in life. Dazu bringt, dass sie denken, sie würden sie im Leben, sie würden nie etwas erreichen im But Leben. I prophesy, doch ich prophezeie,
despite every challenge in your life, trotz allen Herausforderungen in deinem Leben, you are an overcomer. Du bist ein Überwinder. Because God is on your side. Weil Gott auf deiner Seite and ist. One with God und einer mit Gott is majority. Ist in der Mehrzahl. Number two. Zweitens. Is poverty mindset. Das Armutsdenken. That causes the author of wickedness. Das Armutsdenken ist das, was die Ursache ist für Bosheit. When people are poor, wenn Menschen arm sind, they are wicked. Sind sie böse. They want to do evil. Dann wollen sie Böses they tun. They want to kill. Sie wollen töten. They want to bring people down. Sie wollen Menschen they schlecht machen. They are jealous in other people. Sie sind eifersüchtig auf andere. You know, I don't like people around me. Ich mag Menschen, ich mag nicht, wenn Menschen um mich sind. That cannot celebrate the good thing God is doing in my life. Die das Gute, das Gott in meinem Leben tut, nicht mit mir zusammen feiern können. You know there are people. Ihr wisst, es gibt that Menschen. When they come around you, wenn sie in deine Umgebung kommen. And God is lifting you up. Und Gott dich erhöht. They never celebrate you. Dann feiern sie dich nie. They always wish it should be them. Sie wünschen immer, ah, oh, ich wäre gerne an der what Position. God is doing in your life. Was Gott in deinem Leben instead tut. Of them to say, anstatt dass sie sagen we würden. God for your life. Hey, wir danken Gott für dein Leben. We celebrate your testimony. Wir feiern dein Zeugnis. They will always wish they are the one. Stattdessen wünschen sie ständig, dass sie diejenigen wären. That is as a result. Und das ist das Resultat of poverty mindset. Von Armutsdenken. And that introduces. Und das altar of wickedness. Führt dann zum Altar der Bosheit. That's wickedness. Bosheit. When God is lifting your brother or your sister, celebrate them. Wenn Gott deinen Bruder oder deine Schwester erhöht, dann feiere sie. Talk about it. Sprich darüber. Be open about it. Sei offen. There are people. Es gibt Menschen. No matter the testimony in your life, they will just keep quiet. They will never encourage you. They will never do anything. But if it happens to them, they want everybody to celebrate them. Devil is a liar. Es gibt Menschen, die sehen, was für egal was für große Zeugnisse in deinem Leben geschehen, egal was Gott tut in deinem Leben, sie werden kein Wort darüber verlieren. Aber wenn ihnen mal etwas Tolles geschieht, alle sollten das wissen, alle sollen darüber reden. Der Teufel ist ein Lügner. So remember, hör zu. Poverty mindset, das Armutsdenken, bring altar of failure. Bringt oder verursacht den Altar des Versagens. You always think like a failure. Du denkst wie ein Versagen. Number two, poverty mindset. Das zweite Armutsdenken. Bring altar of wickedness. Verursacht auch den Altar der Bosheit. You are wicked. You are not happy for people. Du bist böse Menschen gegenüber. Du kannst dich nicht freuen für andere. Number three. Drittens, poverty mindset. Armutsdenken. Bring altar of confusion. Verursacht auch einen Altar der Verwirrung. Poverty often result in confusion. Armut führt oft zu Verwirrung. When people are unable to meet their basic need. Wenn Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht stillen können. They can become very disoriented. Dann können sie richtig orientierungslos werden. And very uncertain. Sie können stark verunsichert werden. About their future, so they are very confused. Zukunft, sie sind verunsichert. And do you know that number four, und wusstest du viertens, poverty mindset, das Armutsdenken, bring you the altar of madness or mental problems. Kann auch den Altar des Wahnsinns oder ein Altar von psychischen Problemen verursachen. Yeah, many people, viele Menschen, when they are under poverty spirit attack. Wenn sie angegriffen werden vom Geist der Armut, they worry so much. Machen sie sich so viele Sorgen. And it affect their mind. Und das beeinträchtigt dann ihr Denken. Poverty can cause some kind of mental illness. Armut kann eine Art wie psychische Probleme auslösen. Because you are always thinking. Weil du ständig denkst, you have never enough. Es reicht nie. You are always thinking. Du denkst ständig. Everybody is advancing, you are not advancing. Alle gehen vorwärts, nur ich nicht. You are always thinking. Du denkst ständig. You will never make it. Du wirst nie etwas erreichen. And it can cause you. Und das kann bewirken. A lot of depression. Dass du richtig depressiv and wirst. And distress. Und dass du gestresst bist. And worry. Dass du dir Sorgen and machst. That comes from poverty mindset. Und das kommt aus dem Armutsdenken I heraus. I pray that God deliver you today. Ich bete, dass dich Gott heute befreit. And the last one, und der letzte Punkt, poverty mindset, das Armutsdenken, introduce the altar of evil covenant. Führt auch zu dem Altar der bösen Bündnisse. Altar of evil covenant. Can I have one more water? Altar of evil covenant. Ein Altar von bösen Bündnissen. And that's where you see yourself.
Und deshalb wirst du immer wieder sehen. You see, can I tell you, darf ich euch sagen? The reason people join secret society, der Grund, warum Menschen sich Geheimbünden anschließen, occultic practice, und Okkultismus praktizieren, demonic world, die dämonische Welt, is because they are thinking they don't have money, so they want to have more. Der Grund ist, weil sie denken, sie hatten kein Geld, sie wollen mehr Geld. That's why they join all these evil societies. Und darum treten sie diesen schlechten, bösen Bündnissen bei. Because they promise them, diesen Gesellschaften, weil die versprechen ihnen, in all this evil society, that they will make them rich. In all diesen bösen Gesellschaften, dass sie sie reich machen they würden. Will help them. Sie würden ihnen helfen. So all these secret society you see around the world, und so diese ganzen Geheimgesellschaften, die es in der Welt is gibt, as a result sind of poverty mentality. Entstanden aus der Armutsmentalität. Because people go and covenant with evil altar. Weil die Menschen gehen dahin und gehen einen Bund ein mit einem Altar des Bösen. With hope that it will make them rich. In der Hoffnung, dass sie davon reich werden. But devil is a liar. Doch der Teufel ist ein Lügner. Riches and glory and honor belongs to our God. Reichtum, Ruhm und Ehre gehört unserem Gott. We don't need to be connected to any evil altar. Wir müssen uns damit überhaupt keinem Altar des Bösen verbinden. To be blessed, um gesegnet zu because werden. The Bible says, weil die Bibel the sagt, earth is the Lord, die Erde gehört dem and Herrn. Everything in it belongs und to God. Alles, was da drin ist, gehört dem somebody Herrn. Say amen. Amen. So rise on your feet, lass everybody. Aufstehen. Have you been blessed today? Seid ihr heute gesegnet have you worden? Been blessed seid today? Worden? Let's give God a big clap offering. Hallelujah. Gott einen großen Applaus geben. Hallelujah.